In die Causa Filip Kostić kommt offenbar Bewegung, der wechselwillige Flügelspieler des Hamburger SV soll kurz vor einer Unterschrift bei Bundesligist Eintracht Frankfurt stehen. Dies berichtet die Hamburger Morgenpost. Demnach sollen die Frankfurter trotz der Verlängerung ihres Stahlangreifers Ante Rebic immer noch sehr interessiert am Serben sein. Die Verhandlungen befinden sich wohl in einem fortgeschrittenen Status. Lediglich letzte Details sollen noch zu klären sein. Beim HSV hat Kostić keine Zukunft mehr. Am vergangenen Spieltag der 2. Bundesliga verweigerte der WM-Teilnehmer die Reise nach Sandhausen, um seine eigene Zukunftsplanung voranzutreiben. Kostić absolvierte für Stuttgart und Hamburg insgesamt 120 Bundesliga-Einsätze, in denen er 17 Mal netzte und 18 Treffer vorbereitete. Bei den Rot-Ussen hat der 25-Jährige noch einen gültigen Vertrag bis 2021. Werbung, Werbung.